Nach langer Planung, nachdem die Tour für Monate nur virtuell am Rechner existiert hat, fährt man los und muss immer zuerst eine lange Durchstrecke auf der deutschen Autobahn hinter sich bringen. Diese treibt die Vorfreude nur noch weiter ins Maßlose. Einen Tag später sieht man dann endlich, wie sich die Alpen voll majestätisch aus dem flachen Horizont erheben. Irgendwann endet die Autobahn, die erste Landstraße beginnt und kurz darauf folgt eine Kurve der nächsten. Bald lässt man die Baumkreise hinter sich und erlebt den seit dem letzten Roadtrip so innig ersehnten Moment. Hoch oben auf dem Dach der Welt zu stehen und umgeben zu sein von einer Landschaft, die nur die größten Urgewalten unseres Planeten hervorbringen können. Glücklich machen. Und es ist echt so, wenn die nicht wären, könnten wir auf dieser Straße nicht fahren, weil ohne die läuft hier gar nichts. So, offensichtlich wurde hier im GTR kräftig gefeiert. Ich habe gerade erstmal den Robin gefragt, wie es denn eigentlich war und er war natürlich total geflasht. Wahnsinn. Und dann habe ich Frau und Kinder gefragt, weil ich gedacht habe, na, ich glaube, die waren jetzt nicht so begeistert und auf einmal alle, ja, super, Achterbahn. Klasse. Also du kriegst noch Sprachmaterial von uns. Hört sich ziemlich kreischend an. John, wenn ich den ESP-Hebel auch auf Rail stelle, wie viel Drift habe ich da mehr? Ist das enorm? Dann kommt er ein bisschen quer. Ich fand sogar besser fühlbar, also berechenbarer, okay, wie er dann gefahren ist. Okay. Deswegen würde ich auch hier immer so mit den vier Tasten alle hochgerückt. Falls ihr euch jetzt fragt, wem der schwarze GTR gehört und wer Robin ist, Robin wollte sich gemeinsam mit seiner Frau Sonja und den beiden Töchtern Minou und Shirin unbedingt unserer Gruppe anschließen. Schließlich hatte sich erst vor kurzem ein Nissan GTR geholt, nachdem er mich in einem langen Mailwechsel zu dessen Familientauglichkeit ausgefragt hatte. Bei The Places 3 war ich nämlich selbst mit Frau und Kind und eben einem GTR in den Pyrenäen unterwegs. Inzwischen ist er sehr begeistert vom GTR. Was rede ich da? Die ganze Familie ist begeistert vom Godzilla. Aus einem kurzen geplanten Zwischenstopp bei Robin zu Hause sind jetzt einige gemeinsame Tage in den Dolomiten geworden. Und wir sind gespannt, ob wir die Begeisterung für Roadtrips auch bei Robin, Sonja und den Kindern entfachen können. Wie geil sieht das bitte schön aus? Meine Frau hat mich fahren lassen. Ich kann das nicht. Fand ich gerade gut, wie Robin geschrien. Kannst du es nochmal machen? Ohne Sachen voll. Super. So was brauchen wir viel öfter bei The Places. Auf jeder Passhöhe so. Aber das hat echt hammermäßig Spaß gemacht. Ja, ne? Geil. Auch wenn es jetzt recht kurz war, auch so mit durch den Verkehr, bis man dann wirklich frei hatte, ja, mal. Aber ja, das ist ja befürchten, dass es überall so geht. Ja, und es gibt halt wahnsinnig Sicherheit, hinterher zu fahren. Also das macht halt viel. Du hast halt echt die Arschkarte da vorne, gell? Ja, aber es geht ja noch. Ja, sofern man halt nicht wirklich, sofern man jetzt auf so einer Straße nicht versuchen würde, den Grenzbereich des Autos zu erkunden, der bei den Autos halt unfassbar hoch ist. Ja. Und es ist auch sehr schmal, die Straße hier. Ja. So wie das halt ist auf dem Sellerjoch, begegnet man dann plötzlich anderen Leuten. Und wir haben gerade gesehen, dass hier schöne fünf bunte Fahrzeuge, Smarties, fast so bunt wie unsere, nee, sogar bunter als unsere, in die Ecke gefahren sind. Und alle der Reihe nach so hier einmal rund oder nebeneinander aufgestellt, wirklich perfekt in einer Linie. Da sieht man die Roadtrip-Profis. TR6. TR6, Baujahr 1974, mit einem 6-Zylinder PI-Anlage, 123 PS, mit Suritop hinten drauf. So ist er damals vorgestellt worden im Genfer Autosalon. Ist das nachgerüstet oder? Ist nachgerüstet worden, aber hier wurde so auf der Autoshow präsentiert. Wenn wir mal fragen, dann gar nicht. Super. Gut, das ist praktisch der Opa von den Sechsern. Ja. Die hatten damals die Modelle einfach durchnummeriert. Fing an mit dem Zweier und dann irgendwann beim 6 geendet.
cool. Ja, den älteren Motor, ein 2 Liter Vierzylinder. Wo der Schaltknüppel sitzt hier unter dem Motorbrett. Das ist großartig. Und ja, gut, sonst offen, sieht man. Ne? Ja, mit mal eben Dach zumachen ist er nicht, ne? Nee. Bis die das Surrey-Top zugebastelt haben, bin ich auch fertig. Sonst? Was für ein Baujahr ist der? Der ist 58. 58. Gebaut und alt. Und ja, so Richtung 100 PS nominell. Aha. Amerikaner. 80-85 okay. Prozent haben die Engländer damals gebaut und ist rüber über den Teich gegangen. Das wusste ich auch noch nicht. Deswegen ist es eher so, dass die Engländer reimportieren, wieder umbauen auf Lenkrad auf der falschen Seite. Ich weiß nicht, wie er das macht. Ich bin gerade. Sitzen jetzt wieder? Oh. Dann alles okay. Was war das gerade? Hast du mich knapp ausgeschaut? In der nächsten Folge zeigen wir euch, was mit dem 9F Turbo wirklich passiert ist, nehmen euch mit auf den Passo di Falzarego, der uns mit seiner spektakulär in den Fels geschlagenen Serpentine regelrecht geflasht hat, und ich nehme mich der Reparatur des Schadens am Porsche an. Verhältnismäßig dunkles Besteckmesser dabei.